Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei der Steinernen Wacht in Schwer. Und dann Abonnement, einen Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen. Vielen lieben Dank. Jetzt erobern wir die Steinerne Wacht nämlich zurück. Weil wenn das ein bisschen größer ist, würde ich das besser sehen, wenn ich unterbrechen kann. Weil ich sehe das meist immer zu spät, leider, wenn ich auch was unterbrechen kann. Und das ist auch noch wichtig hier in dem Ding hier, glaube ich. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier? Noch gar nichts. Bam 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 bam. Das ist der erste Boss, ne? Das waren nicht mehr die Kanonen. Weiter geht's. Da 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 da. Ba 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 ba
Bam. Ich muss jetzt einer die Kanone betätigen, den richtigen Drachen. Dann geht's zum zweiten Boss, genau. Hab ich extra mal die Kamera so gemacht, dass ihr das auch seht, was hier passiert. Machen wir es wieder. Okay. Mehrmals, okay. Aber alle guten Dinge sind drei, nehme ich mal an. Offensichtlich ja. Das ist jetzt nicht geöffnet. Wie geht das denn jetzt? Ah, aber da soll ich jetzt schon schießen? Kein anderer schießt. Ist hier irgendwas? Was will ich schießen? Das macht gar nichts. Doch. Ich geh mal von der Kanone weg. Ich weiß nicht, wie man von der Kanone weggeht. Achso, ich muss sie. Also. Man kann das auch mit der Kanone machen, okay. I see. Komischer Gimmick-Kampf. Man sieht die Kanonen der anderen nicht, kann das sein? Man sieht die Kanonen, was die anderen tun, nicht, ne? Weil das sah so gerade so komisch aus, ich sitze da und niemand schießt. Ich glaube, man sieht die Kanonen der anderen nicht, das ist nicht gesinkt quasi.
Jeder sieht nur das, was man selber macht, glaube ich. Das ist ein ganz weirdes Gimmick gewesen, muss ich sagen. Aber die Kanonen der anderen haben sich kein Millimeter nichts bewegt, da war kein Effekt und nichts zu sehen. Vielleicht weil man zu weit weg ist dann oder so, das kann natürlich sein. Ich war halt erstmal verwirrt, warum macht keiner was? Warum schießt denn keiner? Dachte ich mir. Hä? Ich dachte, das ist aber anders gelesen, dachte ich mir in dem Moment. Und dann sehe ich, okay, ich glaube, ich sehe das einfach nicht, wenn die schießen. Ach, das war maximal verwirrend. Das sollten die definitiv mal patchen. Ach. Dem Heiler die Arbeit leichter machen. Ich mach das so oft. Manchmal mache ich es halt nicht. Wenn es noch zwei schöne Schatzkrone, aber meinetwegen dann nicht. Weil es kann sein, dass er wieder Gegner spawnen, wenn wir da reinlaufen. So, dann spiel ich mal wieder ein bisschen aktiver. Ich bin halt manchmal im Chiller-Modus, dann benutze ich die ganzen Fähigkeiten nicht. Du brauchst einen speziellen Schlüssel. Mhm. Dann haben wir den Schlüssel jetzt, auf einmal. Ich habe vergessen, wie der Kampf hier geht. Ach, der hat so Attacken, die sich nicht am Boden anzeigen, ne? Da muss man ausweichen. Die muss ich jetzt leider erst lernen. Das wird erstmal sehr schmerzhaft werden. Wenn er so macht, dann sprecht er vor. Ja, deswegen sage ich ja, deswegen muss ich die Attacken erstmal lernen. Sonst bin ich nämlich, glaube ich, auch schnell tot. Es ist der Klon von ihm da. Und da weiter. Ah ja, der Klon muss natürlich jetzt noch dauern. Klar. Der Klon muss auch noch getötet werden. Ja, das wusste ich schon fast. Es sah so aus, als würde er seinen Schwanz schwingen. Aber ist gut gemacht optisch, finde ich. Man erkennt relativ gut, wo er jetzt zuschlägt. Der Schwanzschlag. Na gut. Ist mir alles überlassen. Keiner möchte ein Vote haben. So. Okay, eine Inni machen wir noch heute. In dem Part. Ich weiß nicht, ob das heute auch das letzte ist, was ich heute mache. Das kann natürlich sein. Das überlege ich mir gleich noch. Schon wieder spät, ne? Ja, ist 8:30 gleich, wenn wir hier fertig sind.
Das Tascha, das war, glaube ich, sehr einfach, oder? Das war nicht sonderlich schwer, glaube ich, als ich das gelesen habe. Und der erste Boss ist so komisch, aber ich glaube, das wird sich dann schon klären. Wegen der Anzeige. Meins bei Hat unten. Steht weiter oben im Chat. Hat dann runter auf Zielinfo. Ja, ich weiß, dass das hier oben Details zum Ziel, das, ich weiß, dass das das Ding ist. Also kann ich das hier, nee, Details zum Ziel. Ja, hier ist kein Zielinfo. Nee. Gibt nur Details zum Ziel. Ah. Und dann ist das der Status oder was? Nee, Status ist diese Dinger. Fortschrittsbalken ist das, ne? Eieiei. Dann packe ich mir jetzt mal nach hier unten. Ist ja auch alles nicht zentral. Ich visiere die gerade mal. Aha, ich kann die nicht anvisieren und gleichzeitig das Ding verschieben. Das ist dumm. Das ist echt dumm. Hoffen wir mal, dass das so in Ordnung ist. So, dann gehen wir jetzt mal in die Instanz. Das Ding ist aber auch leider manchmal, muss man nicht alles unterbrechen. Manchmal sollte man nur bestimmte Sachen unterbrechen in manchen Instanzen. Ich bin gespannt, ob ich es jetzt besser hinbekomme mit dem Unterbrechen. Und dann geht's nach Sastascha. Klingt so ein bisschen wie Natascha. Aber unterbrechen kann man in den Dungeon, glaube ich, nichts. Also es steht zumindest im Guide nichts drin, was man unterbrechen soll. So. Ah, das mit dem Layout werde ich nochmal alles ein bisschen anpassen dann. Ich werde dann einfach ein paar Trash-Mobs angreifen, Auto-Attacke ausmachen quasi und einfach nur davor stehen und gucken, das UI dann anpassen. Wenn ich so Level 5 Gegner irgendwie hier mit Herausforderungen nicht angreife, dann habe ich ja ewig Zeit, alles einzustellen. Vom Layout. Dass mir das alles gefällt. Ich weiß auch nicht, ob ich die Boss- oder die Energie des Gegners vielleicht doch auch irgendwo hier unten hinpacke, damit ihr hier oben mehr Sicht habt, aber... Weil ich finde es auch, glaube ich, ein bisschen blöd, wenn man zuguckt und man guckt auf die Bossleiste, dass man immer nach oben gucken muss. Aber wenn man dann bei mir sehen will, wie mein Leben gerade aussieht, muss man nach unten gucken. Mir ist das egal, wie viel Leben der Boss hat, wenn ich ehrlich bin, aber als Zuschauer ist das vielleicht interessant. Also ich kann ab und zu mal hochgucken, ne? Ich habe immer so einen kurzen Check, wie viel Energie hat er, wie viel Energie hat er, ne? Aber ich gucke halt die meiste Zeit auf meine Fähigkeiten und auf das, den Bereich hier unten. Und vor allem auf diesen Balken, den Urzeitbalken, Urzeitkraftbalken. Oder Urkraft, Urzeitkraft, Urkraft, Urkraft. Urkraftbalken. Das ist ja mein Resource Management. Das ist ja die Ressource, die ich manage im Kampf die ganze Zeit. Damit ich immer wieder schön Tier in dir raushauen kann. La 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 la.
Und da muss ich natürlich ab und zu Stormbrecher machen. Damit ich den tosenden Stormbonus bekomme. Also mache ich immer beim Boss, ne? Also ich warte bis 100 ist, da mache ich 1, 2 und dann mache ich Stormbrecher. Manchmal mache ich sogar Stormbrecher zweimal, damit ich das direkt gesteckt habe. Und dann haue ich mit Tollwut und Tier in dir, zweimal Tier in dir, dann Schlachtruf, dann Tier in dir, dann Schlachtruf, Tier in dir. Ich könnte den zweiten Schlachtruf aufsparen, aber ich hau dann lieber direkt alles raus. Beim zweiten Mal, wenn ich dann wieder Tollwut habe, ist Schlachtruf meistens einmal schon aufgefüllt wieder. Und dann kann ich das einmal dreimal machen, dann kriege ich alle Tollwut-Angriffe rein. Keine Ahnung, ob meine Rotation irgendwas irgendwie ansatzweise in Ordnung ist, keine Ahnung. Aber es ist das, was ich mir logisch erschließe. Ich habe gesehen, es gibt Guides für die Rotations und sowas, aber das, yeah. Ich baue mir meine eigene Rotation mit der Zeit. Ich werde einfach mal schauen, so. Außerdem kommen ja eh noch neue Fähigkeiten dazu, also macht sich jetzt auch keinen Sinn, mir da extrem viel Gedanken zu machen. Ich bin ja noch, ich habe ja gerade mal die Level 50 Fähigkeiten, also da kommen noch 4 Addons dazu. Ne, 60, 70, 80, 90, ja. Also da kommen noch einige Fähigkeiten dazu. Nee, ich brauche kein Coaching. Coaching wäre für mich auch wieder Spoiler und Backseat Gaming und nee, das muss nicht sein. Ich will das Spiel ja erleben, wie es ist und wenn ich halt sterbe, dann sterbe ich. Dann ist das so. Dann kann ich reflektieren, dann kann ich in mich gehen und überlegen, woran es lag. Das sind ja auch wichtige Prozesse, die man einfach durchmachen muss. Man kann ja nicht immer alles auf dem goldenen Löffel präsentiert bekommen. Ist ja auch irgendwie langweilig dann, ne? Da kann ich auch direkt einen Bot anmachen und den Bot spielen lassen. Ich habe gesehen, es gibt so ein, weil ich habe mich ein bisschen, ich habe Videos geguckt hier und dann habe ich Videos gesehen über die Bots in Final Fantasy und dann habe ich mal gegoogelt nach Bots und sowas, was für Bots es gibt und da habe ich gesehen, es gibt Bots, die komplett die Raids machen. Du kannst quasi, du kannst 24 Instanzen laufen lassen, kannst 24 mal diese Bot-Software kaufen und dann kannst du quasi die Bots den kompletten Raid machen lassen und so Sachen. Also, was es hier an Bots gibt, ist krass. Was daran liegt, dass die null Checks oder null Schutz vor Bots drin haben in dem Spiel. Deswegen floriert das Bot-Geschäft scheinbar. Ich weiß nicht, wie viele Bots es gibt in dem Spiel. Ich habe einige Leute schon mal gesehen beim Abbauen, wo ich mir dachte, das sieht irgendwie komisch aus. Ich habe sie aber nicht gemeldet, weil ich kann's fühlen, ja. Ich habe die Dinger hier und ich habe die Dinger hier. Moment, wo habe ich die Errungenschaften? Ich habe diese Dinger hier gefarmt. Ach, wo sind sie denn, die Errungenschaften? Für die goldenen Werkzeuge habe ich sehr viel gefarmt und ich... die für Stufe 60 werde ich erstmal nicht machen. Für die nächsten 3 Monate. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, von Ressourcenader zu Ressourcenader zu fliegen. Sachen abzubauen. Ich habe da einfach keine Lust mehr drauf. Es ist vorbei. Ich habe jetzt das 20.000, 40.000 Mal gemacht. Ich habe am Anfang gesagt, sammeln und Handwerk voll geil. Ich sag jetzt sammeln und Handwerk, hau ab. Ich will wieder spielen. Lass mich in Ruhe mit dem Handwerk. Ja. Und es gibt dann irgendwie die Dinger mit 4.000 Mal Fischen von 50 bis 60 und dann wieder 4.000 Mal Fischen von 60 bis 70. Ne, haut ab. Ich fand schon schlimm, als ich das 2000 oder 1900 Mal pro Region machen musste. Und dann soll ich es nochmal 4000 Mal machen? Ihr spinnt doch. Das werde ich sehr lange nicht vervollständigen, glaube ich. Wenn wir Level 90 sind, dann mache ich das. Aber vorher mache ich das, glaube ich, nicht mehr. Ist mir einfach zu viel. Ich bin ein bisschen wahnsinnig geworden in der Zwischenzeit. Das war einfach nicht schön. Das war einfach nicht schön, hier die Sachen hier zu machen. Das war nicht schön. Das war wirklich nicht schön, aber ich wollte die goldenen Sachen haben. Ja, bei Zimmerer und so gibt es auch die goldenen Sachen hier am Ende. Ne? Also nicht da, sondern hier, da. Aber, ich habe hier bei 3000, habe ich schon 1.300. Das ist Zufall. Das war nicht geplant. Das war wirklich nicht geplant. Aber ich habe da einfach keinen Bock. Ich habe noch Paladisanterholz im Inventar. Ich habe das immer noch hier im Inventar. Hier, da. 622. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will nicht mehr. Es ist so nervig. Ja, nebenbei, wenn man das nebenbei macht, dann dauert das 20 Jahre. Also.
das ist ja das Problem. Du musst, man muss das dediziert machen. Also ganz ehrlich. 3000 Mal als Zimmerer Stufe 40 bis 50 was herstellen, das machst du nicht mehr eben nebenher. Da musst du ganz gezielt 3000 Mal Bauholz herstellen. Oder halt noch andere Sachen daraus bauen oder so, aber das ist übel. Und dafür brauchst du dann wieder 9000 Palisanderholz. Du musst nochmal... Das ist krank. Diese Achievements sind einfach krank und das finde ich halt, das ist ein großer Kritikpunkt für mich an dem Spiel. Die Zahlen sind zu hoch bei den Achievements, sie könnten alle durch 10 geteilt werden, dann wären sie fair. 300 Mal was, ja gut, sagen wir durch 5. 600 Mal statt 3000 Mal. Dann wäre es einigermaßen fair vom Aufwand. Aber dieses Fischen, boah. Also was ich ja krass finde bei den Errungenschaften, bei den Gärtner und sowas, das kann ich mir vorstellen zu machen, weil die Dinger werden nicht so viel schlimmer. Guck mal hier, man muss hier 4000 Mal, ja, und hier reicht schon 5000 Mal. Aber beim Angeln ist es hier 1000 Mal das ist die höchste Stufe, aber dann bei der nächsten Stufe ist es dann 3000 Mal. Das ist einfach dreimal so viel. Und das ist krank. Das ist krank. Nee. Und so viel Spaß macht Angeln nicht. Also am Anfang hat es mir echt Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich war echt hin und weg von dem Angeln. Ich fand das irgendwie schon lustig. Ich fand die ganzen Sammeln und alles, ich fand das super. Aber mittlerweile bin ich echt an dem Punkt angelangt, wo ich sage, oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Aber ich denke, in ein, zwei Monaten geht es mir vielleicht wieder besser und dann kann ich das wieder machen. Ja, ich glaube, das Tascha macht keiner. Ich glaube, das Tascha hat echt keiner Bock drauf scheinbar. Weil der erste Boss klang auch schon so komisch mit den Debuffs und wenn der Debuff aktiv ist und das kommt, dann stirbt man sofort oder wenn der Debuff ist oder der Angriff ist, dann hat der Spieler noch ein HP und irgendwie so ganz komische Dinge. Also 5 Minuten warte ich noch. Da wäre der Part 32 Minuten lang. Dann wäre der Part zwar natürlich ein bisschen antiklimaktisch geendet, aber ich habe ja ein bisschen noch was erzählt. Ist natürlich ein bisschen schade, dass der Part dann antiklimaktisch endet, ohne eine Instanz. Ah, da ich so lange warte, weiß ich auf jeden Fall, dass ich nach der Instanz, also wenn wir die jetzt noch machen, dass ich dann aufhöre für heute. Die letzten beiden Instanzen heben uns dann fürs Wochenende auf. Wobei es auch nicht die letzten beiden sind, glaube ich. Ich glaube, wir haben noch nicht alle freigeschaltet, kann das sein. Wir müssen auch irgendwann nochmal in den Raid reingehen, aber das würde ich ohne Aufnahme machen. Für die eine Quest müssen wir nochmal den kompletten Raid machen. Alle drei Dinger. Und das Heldenlied von Ultima muss gleich auch irgendwann mal machen. Das mit 8 Spielern dann, ne? Oder ist das auch mit 24? Nee, oder das mal mit 8 Spielern. Ich glaube schon. Und wir müssten auch noch die Dinger hier machen, die Zenit der Götter. Wobei ich mich bei Zenit der Götter auch durchcarryen lasse, im Notfall. Ich kann nichts einladen, gar nichts einladen, weil ich gerade eine Gruppe wird gebildet. Wenn ich jetzt hier rausgehe, dann bin ich wieder in der Warteschlange ganz am Ende angekommen. Hatte ich gerade einen Disconnect? Wenn ich jetzt hier zurückziehen drücke, dann bin ich wieder auf der Warteschlange ganz hinten. Ich weiß nicht, auf welcher Position ich bin. Ich weiß ja nicht, ob es am Heal mangelt. Oder ob gerade kein DD in die Stufe 50, 60, 70 Dinger geht. Oder dass einfach so viele Gruppen gerade suchen, dass ich einfach noch nicht dran war. Wie viele Gruppen suchen derzeit? 69 Gruppen. Es ist durchaus möglich, dass ich einfach nur in der Warteschlange ganz hinten bin. Und wenn ich jetzt zurückziehen drücke, bin ich auf Platz 70 der Warteschlange.
Da kriegen erstmal 69 Gruppen vor uns DDs. Das sind 140 DDs. Die vor uns auch vermittelt werden. Du könntest auch einfach über den Inhaltshelfer gehen. Wenn du die Instanz direkt auswählst, dann kommst du hier als 1 von 1 rein. Hast du gerade eben auch noch geschafft, oder nicht? Ich warte, bis er 15 Minuten steht, dann mache ich zurückziehen. Wobei ich dann auch nur 5 Minuten warten werde. Wenn dann nicht die Gruppe voll ist, dann lassen wir es für heute. Dann müssen wir 3 Instanzen beim nächsten Mal machen. Was du das? Ich hab keine Ahnung mehr von den Namen. Ich weiß es nicht. Musst du mir sagen. Schmutzige Eindringlinge, schmutzige Eindringlinge, krass! Ey, ich hab heute erst geduscht. So schmutzig bin ich nicht. So schmutzig bin ich nicht.
Perfekt. So. Was hast du den Holmgang gezündet? So, Big Pulls heute mal. Ich habe heute mal Big Pull Energy. Okay.
So, bam 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 da, bam 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 bam. So, da sind wir beim Endboss scheinbar. Und das Kartograf-Ding nicht bekommen. Ich hoffe, die Puls haben dir so gefallen, lieber Chi. Beeindruckend, dass ihr es so weit geschafft habt, aber das werdet ihr noch bereuen. Lasst den Aquadon los! Ich habe den ganzen Raum gepult. Wie soll es denn noch größer werden? Größer als Maximum geht halt nicht. So, erst die Arme oder was war das jetzt? Das Agro habe ich ja sicher. Wenn wir die Arme hier erstmal wegmachen. So.
Der Tintenstrahl ist nicht so schlimm. La 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 la. Wisst ihr was? Ich mache noch ein Part. Weil es heute so heiß ist, ich kann jetzt eh nicht schlafen. Selbst wenn ich wollte, kann ich nicht schlafen. Ich merke das einfach gerade. Es ist immer noch so heiß. Wenn ich mich jetzt ins Bett lege, ich schlafe nicht ein. Das wird nicht klappen. So, meine lieben Freunde. Aber das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann. Haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Bett. Verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.